Hier drüber da, zu diesem Konstrukt. Das sieht aus wie so ein No Man's Sky Tempel. Ist das möglich, dass Bethesda sich hier ordentlich bedient hat bei vielen anderen Spielen wie Minecraft oder No Man's Sky? Ist möglich. Und da halt die Bethesda-Formel drauf, nicht die Ubisoft-Formel, sonst wären wir schon lange irgendeinen Turm hochgeklettert. Lauf! Lauf, Asko! Hallo? Ist hier einer? In dieser vielleicht nur scheinbar einsamen Höhle auf dem Planeten Crete. In dem frisch releaseden Spiel Starfield. Der Next-Gen-Weltraum-RPG-Simulation. Naja, Simulation. Das ist Auslegungssache. Abgespacede Grüße, meine werten Weltraumpiraten. Willkommen zurück. So, genau, zu Starfield. Heute ist der offizielle Release für alle anderen, die nicht die Super Edition gekauft haben. Das freut mich natürlich. Mehr Leute, die mit diesem fantastischen Spiel ihr Unheil treiben können, wie wir hier. Aber darum soll es heute gar nicht allzu tief gehen. Heute geht es um Silber, unter anderem. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, aber dazu später mehr. Okay, der ist schon weg. Nehme ich mit. Ist hier überhaupt irgendwas? Muss er hier Ressourcen? Ich glaube, das mit den Ressourcen, das wird später noch viel einfacher mit den Extraktoren, wenn wir erstmal ein paar vernünftige Außenposten haben. Okay, hier muss es doch noch irgendwie einen Weg hinaufgeben. Ich habe mein Oblivion-Pferd nicht mit. Das wäre hier senkrecht die Wand hochgelaufen. Kann ich das mitnehmen? Ja, das ist ja schnell eingesammelt. Das kann man mitnehmen. Also das von den größeren Bergen, das kann man hier einfach einstecken. Die kleinen Sachen gerne weglasern, aber wie gesagt, da müssen wir auch noch ein Feeling für entwickeln. Oh, da ist noch was. Fast übersehen. Ein Feeling für, naja, für die Ressourcen. Was lohnt es sich mitzunehmen? Was brauchen wir und so weiter und so fort. Ein Frühstücksgericht aus Alien-Eiern und gewürfeltem Gemüse. Keine Chunks, das sind Vanilla-Würfel. Das könnte ich gerade echt gut gebrauchen. Kampfmesser haben wir noch nicht für die Sammlung. Wir können sowieso gerade ein paar TP mehr gebrauchen. Alien-Rührei, zieh's dir rein, Mann. Aber wir haben ja auch ein Ei im Raumschiff, ne? Das könnte auch noch ein Baby drin sein. Deswegen, vielleicht ist das schon ein sehr fortgeschrittenes Eichen. Möchte ich jetzt nicht hier liegen lassen. Vielleicht hatten wir die Eltern ja zum Ende, also zum letzten Drittel der vorangegangenen Folge schon kennengelernt. Ist möglich. Oh, was ist das? Das ist... Was ist das? Mach mal bitte. Ist das überhaupt irgendwas zum... Oder ist das nur glitschig? Wollt grad nicht. Ist das hier unsere erste richtige Höhle? Nein, wir haben das Spiel in einer Höhle begonnen gehabt. Warum wird mir das nicht mehr angezeigt? Weiß ich nicht. Kann ich das abbauen? Ist das Spiel hängen geblieben? Ist der Server kaputt? Ach ne, ist ja offline. Stimmt. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten, nach Fallout 76, dass Bethesda nochmal ein Offline-Singleplayer-Spiel friemeln würde. Oh, Stimulanz, organische Ressource. Und Neon. Das ist gut. Brauche ich nicht, das ist wieder nur Silber. Haben wir hier alles dann, oder hat sich hier noch irgendwas versteckt? Vielleicht kriegen wir später eine bessere Lampe. Dann kommen wir zurück, wenn wir es nicht vergessen. Mhm, genau. Bei all den Planeten. Ich denke, wir können hier wieder raus. Ich hoffe, das ist hier nicht repräsentativ für alle anderen Höhlen, die eventuell prozedural generiert sind. Wobei, hier, Dichtmittel, da war eine Kiste, das reicht mir schon. Und jetzt aber wieder hochklettern, wobei, da waren wir schon, ne? Richtig, oder? Ja, ich denke schon, wir können uns direkt Richtung Ausgang bewegen. Ja, doch, doch, da kommen wir nicht hoch, no way. Aber wie Vasco hier hochgekommen ist, ne? Das lassen wir uns dann auch später nochmal erklären. Gut, schön.
Ausgang. Ich glaube, wir könnten bestimmt auch von hier drin aus irgendwo hin schnell reisen. Aber das machen wir nicht. Also zumindest nicht heute. Erstmal raus hier aus dem Kabuff, es reicht. Genug Höhle für diese Folge. Vielleicht, wobei, vielleicht finden wir noch eine andere Höhle. Oh nein, er schon wieder, der Fotograf. Aber eigentlich ein sehr feiner Zug von ihm. Seine Mutter kann nicht mehr reisen, deswegen schießt er für sie hier Bilder, abenteuerliche Bilder. Na du, willst du wieder quatschen? Ich habe aus Versehen gestern in der Folge, in der Aufnahme, da was in der Aufnahme vergeigt gab, deswegen fehlt das Stück, aber... Bitte steh meiner Fotografie nicht im Weg. Ist doch gut, Mensch, ist doch gut. Bist ein feiner Kerl, ne? Ja, die Muttis, ne? Was macht man nicht alles für die Muttis? Und da kann ich da was mitnehmen? Mm-mm. Mal Hand reinhalten. Nein. Gut. Okay, alles klar. MG. Da war nur noch dieses eine kleine Fitzelchen und dann die Gebäude beim Startpunkt. Aber jetzt, das wird hier gar nicht angezeigt. Das ist auch sehr weit weg. Ich möchte eigentlich gar nicht so weit laufen, aber es ist vielleicht notwendig. In welche Richtung müssten wir da gucken? Ich will nur mal kurz sehen, ob wir das von hier aus überhaupt sehen können. Ja. Mhm. Muscle Memory. Komm schon jetzt. Lass dich nicht bitten. Es ist das. Gucke ich jetzt in die richtige Richtung? Oberflächenkarte? Wir können es ja sehen. An dem Dreieck? Nein, das ist das Schiff wahrscheinlich. Nein, jetzt bloß nicht drücken. Wieder raus. Scan-Modus weiter. Da hinten. Nee, Tiefseevorkommen. Mhm. Vasco, geh mal weg da, Vasco. Höhle. Ich habe genug von der Höhle. Ich weiß nicht. Warte mal, haben wir einen Kompass hier draußen irgendwie? Naja, wir können uns hier unten links an der Minikarte orientieren. Wenn wir jetzt zu den Schiffen gucken, müsste das Objekt, was ich gesehen habe, auf der rechten Seite sein. Also ich gucke zum Schiff. Müsste hier sein, in die Richtung. In Richtung Walachei hier. Jetzt müsste der Pinökel, verdammt nochmal, ich und meine Orientierung, noch ein Stückchen weiter. Ja, rechts von uns eigentlich, aber vielleicht nicht so weit rechts. Hier lang. M, G, ja, mehr, aber noch nicht endgültig. Oh Gott, da geht's ja noch richtig weiter. Packe, Mensch. Und hier gibt's keine Speederbikes. Das ist doch eine gute Idee, weil wir können jetzt einfach einen Marker setzen, sehe ich gerade. Machen wir das doch so. Gute Idee. Ausgezeichnete Idee. Marker. Wo bist du, Marker? Kann man den überhaupt von hier aus sehen? Da ist er. Da ist der Marker. Wir müssen in die Richtung. Und vielleicht finden wir auch noch irgendwas, was wir nicht gescannt haben. Ein paar Blümchen oder so. Der Marker wird auch hier mit der gestrichelten Linie verbunden. Wie schön. Das ist okay. Was meint ihr? Wie lange brauchen wir? Ja, wir müssen das auch noch einschätzen lernen. Ist gut möglich, dass ich das in kommenden Folgen dann rausschneide. Wollen wir noch ein bisschen hier Schnüffelgras nehmen? Damit wir ein bisschen fixer unterwegs sind. Hilfe! AMP für alle. Action. Und den Forschungsmodus. Speed forschen. Ich habe eine ganz tolle Idee. Du hast schon wieder geschnüffelt, richtig? Ja, aber das ist diesmal wirklich eine gute Idee. Versprochen. Oh, packe zu viel CO2. Dann müssen wir auch mal die Energie im Auge behalten. Wie schlimm ist das eigentlich? Hallo. Die Lampe spinnt auch noch. Nein, 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 wir wollen hier nur zu unserem Marker. 10 Minuten haben sie gesagt, von einer Ecke zur anderen, manchmal auch 20, manchmal eben nur 15. Das ist hier der erste richtige Planet, den man selber anfliegen kann und wo man rumlaufen kann. Aber auf dem Minenplaneten hätte man auch rumlaufen können. Hätte Fahrradkette. Aber das ist ja hier auch ein wissenschaftliches Experiment. Diese Runde machen wir hier gerade aus wissenschaftlichem Interesse. Wir wollen empirisch gucken, wie weit kann man gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hätte das schon gern tagsüber gemacht. Dann
hat dieses Spiel optisch viel mehr zu bieten. Wir gucken mal ganz kurz, wie weit wir noch entfernt sind. Ach, guck mal, Hälfte ist schon geschafft. Das ist ja schön. Ich denke, wir können das so ein bisschen abkürzen, ne? Oh mein Gott, ich bin hier gerade angekommen und wollte irgendwas Halbgeistreiches sagen. Da kommt hier dieses Viech aus der Erde gekrabbelt. Es ist ein Tiefseevorkommen. Ich bin genauso überrascht wie ihr. Ich kann die noch nicht ganz zuordnen. Was Neues zum Scannen war hier auch nicht. Kann ich das mitnehmen? Das ist Silber? Das glaube ich nicht. Das sieht aus wie eine Frucht. Eine Silberfrucht. Ja, und ich glaube, bei den Tiefseevorkommen gab es irgendwelche Ressourcen, aber wir können hier keinen Außenposten bauen. Die kann ich noch nicht ganz zuordnen. Naja, ich sag mal jetzt... Also für die Laufstrecke 3 minus, ne? Schon so latent enttäuschend, ne? Aber trotzdem. Es ist auch was Positives passiert, und zwar auf dem Weg hierher haben wir das hier freigeschaltet. Und da laufen wir jetzt als nächstes hin. Das ist wirklich nicht sehr weit. Guckt euch mal den Unterschied an. Das brauchen wir wirklich nicht rausschneiden. Aber sowas, solche Strecken werde ich in Zukunft auf jeden Fall rausschneiden. Und dann irgend so einen billigen Zoom-Effekt drüberlegen von Vegas Pro. Ich will mal Sony Vegas sagen, aber das kommt jetzt nicht mehr von Sony, sondern von Magix, glaube ich. Magix, mein Schnittprogramm. Ist ziemlich einsteigerfreundlich. Aber das nur am Rande. Kann ich das jetzt scannen? Es ist eine Höhle. Vielleicht die beste Höhle des Tages. Also schwer wird sie es ja nicht haben. Die andere war ja... Na gut, okay. Okay, okay, okay. Aber das jetzt hier fühlt sich wirklich so ein bisschen No Man's Sky mäßig an. Man hat hier viele Freiheiten und man kann was draus machen. Aber ist nicht jedermanns Sache. Ich mag ja sowas. Ach ja, stimmt. Und ein neues Vorankommen habe ich auch noch entwickelt, aber ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen oder den Hype schüren, aber man kommt so recht effektiv mit seiner Ausdauer ein gutes Stückchen schneller voran. Und zwar indem man immer schön im Wechsel 3 Schritte sprintet und dann quasi einen Doppelsprung macht, also kurz jettet. Und wenn die Fluggeschwindigkeit annähernd so schnell ist wie die Sprintgeschwindigkeit, dann, naja, dann gleicht man das so schön aus, ne? Man belastet gleichzeitig Boost und seinen Sauerstoff. Aber wenn der Sprung zu weit ist oder zu weit geht, dann fühlt sich das alles wieder ein Stückchen langsamer auch an. Also schön flach springen. Recht schnell den zweiten Sprung hinterher setzen. Ist noch Beta, okay? Ist noch Beta. Wir lassen uns da noch was einfallen. Ansonsten schnippel die Schnipp, Schnipp. Oh nein, da ist noch was. Oh Gott, da ist noch was. Oder ist das... Warte mal, stopp. Unbekannt. Kann ich das scannen? Ja, es ist natürlich... Natural. Ich mag ja Natural. In welche Richtung? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ach, das liegt ja alles... Ach, naja, gut. Okay. Das liegt alles quasi auf dem Weg. Schon viel gelaufen, ne? Wir müssen gucken, inwieweit wir das alles verfolgen, aber wir wollen das ja für immer spielen, deswegen können wir uns an sowas schon ganz gerne gewöhnen. Vielleicht lohnen sich die nächsten Sachen einfach viel, viel mehr. Oder dann, wenn wir die Story ein bisschen weiter gespielt haben. Ich habe gehört, ab dem nächsten Punkt der Hauptmission soll sich das Spiel öffnen. Und das ist toll. Wo ist denn jetzt der Höhleneingang? Ich bin ein bisschen neben der Spur. Hab jetzt nicht so viel geschlafen, aber ich laufe eigentlich immer auf Sparflamme, was Schlaf angeht. Da hat sich nicht viel verändert. Da. Das ist zumindest das Symbol. Mal gucken, vielleicht ein Terrormorph auf engem Raum. Ah, da ist... Oh ja, ich sehe schon. Die Flinte, bitte. Und ich hoffe, da drin ist ein Stuhl. Oh, ich hoffe, da drin ist ein Stuhl. Schneide ich raus. Ja, dass wir da drin warten können. Ich würde gern... Weiter in... Oh Gott! Ich würde gerne mit Tageslicht hier durch die Gegend laufen. Was ist das? Ist das wichtig? Ablasern. Es ist einfach da. Es ist Deko, ne? Schade. Aber schön. Schöne Deko. Und was ist eigentlich mit der Flora? Wo soll ich denn noch lang? Warte mal, da war was. Kupfer, Palladium. Wir haben alle Ressourcen. Wir haben alle Ressourcen hier schon gelernt. Auf Krieg, wir kennen alles. Aber Uran
Haben wir jetzt noch nicht so häufig gehabt. Na, na, na. Komm schon, Palladium. Das hört sich alles sehr gefährlich an. Was stand da gerade eben? Da. Kriegt Gras, okay. Er war gemeint. Silber, nein. Silber finde ich an jeder Ecke. Und hier Misthaufen. Endlich wieder ein Misthaufen. Schon wieder ein Eiche. Naja, gut, nimm mit. Könnte wieder ein Baby sein. Aber dann ist auch langsam genug mit den Babys an Bord. Neon. Mhm. Gut. Ich glaube, das wäre wieder alles in Sachen Höhle. Geh weg, du Kristall. Na? Ja, kommt man da hoch? Ich probiere mich mal hier lang. Das macht sich ja am besten... Ja, auf jeden Fall am besten aus der Ego-Perspektive. So haben wir noch weniger gesehen. Ja, bitte. Ich bitte darum. Das ist einfach nur so ein Durchgang. Eine Durchreiche. Mhm, danke sehr. Wunderbar. Auf dem Weg zurück zum Schiff nehmen wir auch die anderen Punkte mit. Hier war leider kein Stuhl, also es war Stuhl da, ja. Mensch, der Misthaufen. Aber nicht zum Warten. Und ich habe jetzt im Tastenbelegungsmenü nichts gefunden, womit wir hier einfach so rumstehen, warten können. Aber vielleicht gibt es das doch noch. Nach rechts muss ich ein bisschen gucken. Nach rechts. Oder soll es dann sein? Das ist es nicht, oder? Come on, 1000 Meter. Wobei, so viel ist das dann auch nicht. Sag ich doch, wir sind blitzschnell da. Nur noch 400 Meter. Wir haben es fast geschafft. Mit dem Jet-Sprint-Paradigma ist das wirklich keine Distanz. 3 Schritte sprinten. Jet manchmal auch einen zweiten noch hinterher. Wir werden ja erneut dann in der Luft beschleunigt. Dann da irgendwie rüber. Und da ist dann das letzte Stückchen. Und dann noch das eine Gebäude neben... Neben dem Schiff. Und dann können wir weiter. Das war dann Planet 2 von 1000. Bleiben nur noch 998. Eieieiei. Ich möchte jetzt hier hoch. Hallo, hallo, hallo. Vorsichtig. Oh, wow, wow, wow. Wir sollten... Naja, mal gucken. Nicht, dass wir hier drauf gehen. Ist nicht mehr so geil glitchy wie in Oblivion. Das finden wir alle sehr, sehr schade. Da bin ich mir... Ausnahmslos sicher. Da. Oh Gott, okay. Natürlich. Tiefseevorkommen. Und da ist noch... Mhm. Schon mal scannen. Natürlich. Natürlich, Digga. Hier, was ist das jetzt? Tiefseevorkommen. Aber was sind Tiefseevorkommen? Ich glaube, hier kann man irgendwas drauf bauen, aber... Ein Außenposten ist es nicht. Aber vielleicht, wenn man in der Nähe einen Außenposten hat, dann könnte man hier was drauf platzieren. Einfach nur so eine Dampflagune. Und zwar so häufig, das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Wir können ja mal aus Spaß ganz kurz wieder ein Stückchen weiter weglaufen. Wir haben ja 8 Möglichkeiten, einen Außenposten zu bauen. Wie weit müssen wir da weg von dem Dingeling? Immer noch nicht. Sind wir wirklich zu nah? Liegt es daran? Oder warum kann ich hier gerade keinen Außenposten bauen? Weiß ich nicht. Naja, dann doch lieber in die Richtung wieder. Zum letzten Stückchen hier. Und dann beam ich mich zurück zum Schiff. Oh Gott, hier ist noch mehr dazu gekommen. Oh Backe. Aber das ist am weitesten weg. Dann beam ich mich zurück und dann die 3 Sachen. Es ist alles natürlich. Und unterwegs versuche ich noch einen Außenposten zu bauen. Und wenn irgendwas davon passiert, dann... Schalte ich euch wieder ein. Oh, wow, wow, stopp. Wir können einen Außenposten bauen. Wir machen das jetzt mal. Just for fun. Just give it a try. Außenposten-Signal platzieren. Boom. Platzierst du ein Außenposten-Signal, kannst du Objekte und Gebäude bauen. Mit Q und E kannst du durch die Baumenü-Kategorien schalten. Mit Tab wechselst du in den Modifizieren-Modus. Fast wie bei Fallout 76. Aber nur fast. Um Außenpostenobjekte zu bauen, brauchst du Items und Ressourcen. Beim Bau eines Objekts werden die Materialkosten automatisch aus deinem Schiffsfrachtraum oder Inventar abgezogen. Oh, also haben wir quasi unser Stash-Böckschen immer mit dabei als Schiff. Das ist gut. Wir brauchen
Mal gucken, Extraktor, Blei und Helium. Können wir weder noch bauen, ne? Doch, das können wir bauen. Betriebskosten 5 Energie. Das sind Extraktoren. Kann man das hier einfach platzieren, oder? Hm. Ah. Ich glaube, ja, da konnten wir es bauen. Da können wir Blei extrahieren. Wird es uns dann hinterhergeschickt, zufällig? Hm, Objekt kann nicht platziert werden. Muss sich auf einer Ressourcenader befinden. Okay, cool. Machen wir mal. Benötigt Energie 3. Ja, stimmt. Dann müssen wir aber erstmal ein bisschen für Strom sorgen. Aber das Ding, das steht hier, glaube ich, sehr gut. Extraktor. Blei benötigt Energie, um zu funktionieren. Errichte über die Kategorie Energie eine Energiequelle, um das Objekt zu versorgen. Energiequelle, okay. Mit. Halt zurück. Nein, Baumodus. Z. Z und C. Ich kenne das ja irgendwo hier. Hier Scan Booster. Frachtling, Crewstation, sonstiges Anzeigen. Anzeigen, wir können Kram ausstellen. Aber den sieht auch keiner hier. Naja, also theoretisch, wenn man alleine spielt. Aber ich spiele ja mit ganz vielen Leuten zusammen. Wie schön, stimmt. Dann ist ja cool. Rucksackständer, machen wir alles noch. Wir haben irgendwann eine richtig coole Base auf einem richtig coolen Planeten. Fußmatte. Ha! Sackkarre. Alter Schwede, was gibt's denn hier bitte alles? Das ist ja richtig absurd. Dekoration. Aber jetzt brauche ich erstmal Energie. Wohnmodule. Oh mein Gott, was gibt's denn hier alles zu bauen? Okay, wir hätten in die andere Richtung scrollen sollen. Solararray. Produziert 6 Energie. Muss es da in der Nähe von dem Dingeling stehen? Oder kann ich das irgendwo platzieren? Das ist ein Test, okay? Das ist einfach mal ein Test. Muss ich euch verbinden zufällig? Ich stelle ich mal direkt daneben. Pi mal Daumen. Gibt es ja keinen Snap oder so? Ansicht umschalten, modifizieren Modus. So aneinander snappen. Wobei, vielleicht ist das ganz gut, dass es das nicht mehr gibt. Wenn es das nicht mehr gibt, das wird die Zeit zeigen, ne? Hier, komm, come on. Gerader, gerader. Also nicht hundertprozentig gerade, aber 75% sollten schon drin sein. Und jetzt brauchen wir Saft, ne? Von da nach da. Und da legt er automatisch los. Müssen wir Kabel? Nee. Du versorgst ihn jetzt. Ja, er dreht sich ja. Wir produzieren Blei. Wer hätte das gedacht? Einfach so. Und wie bekommen wir den Kram jetzt bestimmt zugeschickt? Oder so, vielleicht müssen wir Handelsketten oder so einrichten. Das wird sich auch später erklären. Aber diesen Schritt haben wir jetzt schon mal gemacht. Wir können sehr stolz auf uns sein. Industriewandlampe, naja. Falls da mal irgendwer vorbeikommt, können wir da ruhig mal hier ein bisschen Licht dran machen. Nee, geht gar nicht. Nein. Naja, gut. Wenn du nicht willst, Kollege, Transferbehälter ermöglicht den Transfer von Ladung, während du dich an Bord deines Schiffes befindest. Oh, das ist wichtig, oder? Den Kram haben wir sogar für das Blei. Damit wir nie wieder Bleiprobleme haben, haben wir genug Saft für alles. Baue einen Transferbehälter, um ganz leicht zwischen einem Außenposten und deinem Schiff Dinge hin und her zu schicken. Um den Transferbehälter aufzufüllen, verbinde ihn per Ausgabelink mit Extraktoren und Bildern. Jetzt wird es langsam ein bisschen viel, ne? Auf einen Schlag hier. So, nochmal. Baue einen Transferbehälter, um ganz leicht zwischen einem Außenposten und einem Schiff Dinge hin und her zu schicken. Um den Transferbehälter aufzufüllen, verbinde ihn per Ausgabelink mit Extraktoren und Bildern. Ah, okay. Wo ist der Ausgabelink? Wo hat er sich versteckt? Auch mal die Sachen durchlesen, die wir noch nicht bauen können. Nein. Ausgabe Link. Außenposten Luft. Schleuse. Nein, das ist Gebäude. Herstellung. Kochstation. Industrielle Werkbank. Forschungslabor. Oh, Backe. Das ist ja alles in einem, das Spiel. Das ist ja großartig. Das sind alles diese Dinge, mit denen ich so gerne viel Zeit verbringe. Oh mein Gott, das
hätte ich nie für möglich gehalten. Da kriege ich ja richtig Gefühle. Ach, da unten. Ausgabelink herstellen. Maus 2. Ich bin jetzt im Modifizieren-Modus und gucke auf den Transferbehälter. Maus 2 ist Rechtsklick. Ah, und jetzt bekommen wir hier so eine Linie. Und damit dann zu unserem Bleisammler? Nee, direkt zum Sammler geht nicht. Da stand ja auch Extraktor. Das muss was Separates sein. Vielleicht müssen wir das nochmal umwandeln. Ist ja fast wie Satisfactory nochmal oben drauf hier in dem Spiel. Zurück bitte zum Außenposten. Können wir sowas schon bauen? Eventuell. Was haben wir noch? Frachtlink. Errichte diese in 2 verschiedenen Außenposten und verbinde sie, um Güter zwischen ihnen zu befördern. Nein, jetzt gerade nicht. Wir haben erst eine Siedlung. Und warum man das auch machen sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Dieses Teil verdoppelt die Reichweite deines Handscanners. Das sollten wir auf jedem Planeten bauen. Als technische Unterstützung. V-Ansicht ändern. Das ist ja großartig. Wir können hier wirklich nicht snappen. Variation QT. Militärklasse Scan Booster. Ah, da gibt's dann noch Unterkategorien. Aber dafür bräuchten wir jetzt, also für den verbesserten Scan Booster, bräuchten wir nochmal schwerelos dran. Oh Gott, wie gut. Aber Orten R? Ach so. Orten? Verstehe ich nicht. Ach so, den Kram, die Lupe, oben links. Wir können die Lupen aktivieren. Wie bei Fallout, wie schön. Oder wie bei Skyrim. Bitte daneben. Ich würde ganz gerne ein bisschen entspannter drehen können. Aber es ist ja nur ein Test hier. Ich hoffe, wir haben genug Saft. Zack. In der Nähe eines angetriebenen Scan-Boosters ist die Reichweite deines Scanners stark erhöht. Cool. Frachtling brauche ich nicht. Crewstation. Wir haben noch keine neuen Leute. Wird benötigt, damit du deinem Außenposten Crewmitglieder zuweisen kannst. Der Außenposten Verwaltungsskill erlaubt es dir, bei deinen Außenposten mehr Crewstationen zu bauen. Kommt später. Oh, Landeplatz mit Schiffsbilder. Was? Was? Ja, das ist das Ding zum Schiffe bauen, ne? Oh mein Gott, wie groß das Teil ist. Wir brauchen mehr Eisen und wir brauchen adaptive Rahmen. Aber dann bräuchten wir sicherlich auch noch Ressourcen zum Schiffsbauen. Machen wir später. Auftragsbörse. Sieh dir Missionen von deinem Außenposten an. Oh Gott, wir können Missionen für unseren eigenen Außenposten machen. Ich werde nie wieder was anderes spielen. Kopfgeldbegleichung. Benutze dieses Terminal der Trecker-Allianz, um Kopfgelder bei beliebigen Strafverfolgungsorganisationen in dem besiedelten System zu entfernen. Oh. Das ist ja cool. Das machen wir jetzt natürlich noch nicht, aber das machen wir sehr bald. Das hört sich sehr interessant an. Scan Booster. Gibt es auch einen normalen Landeplatz? Ja, hier tatsächlich. Können wir direkt das nächste Mal hier landen. Und unser Blei per Hand mitnehmen. Ah ne, das wird auch gehen. Aber wo sind die Extraktoren? Wow, was für ein Landeplatz. Das ist alles so kuddelmuddelig. Wo ist der Snap-Bau-Modus? Das muss doch auch gehen. Ja, aber ich platziere das erstmal. Gut, okay, genug. Wir haben mal kurz reingeschnuppert. In den Außenposten-Modus. Dekoration, nein. Möbel, nein. Verteidigung? Naja, komm. Das ist der zweite Planet. Ich brauche Extraktoren. Wenn überhaupt. Energie. Ich hoffe, die haben genug Energie. Das wird doch... Das ist doch ein Extraktor. Hä? Warum konnte ich das jetzt mit dem Ausgabelink nicht verbinden? What the heck? So, Sicht ändern. Modifizieren. Link. Übertragen zu einem Sammler nicht möglich? Ich verstehe es nicht. Und nu? Warum geht das nicht? Warum kann ich den Transferbehälter nicht connecten? Uncool, müssen wir uns später angucken. Energie 5. Der braucht keine Energie.
Brauchst du Energie? Ja, aber du hast nicht genug Energie. Gut, dass ich das sehen kann. Kein Scan-Booster für uns. Dann eben noch ein Solarkraftwerk bitte hinterher. Von oben, damit wir es ein bisschen optimaler platzieren können. Hier so. Parallel. Ja, ich hätte schon ganz gern so im Snap-Home-Modus hier. Das ist schon... Vielleicht kenne ich die Tasten auch einfach nicht. Das ist gut möglich. Naja, gut. 3-, ne? Können wir ja irgendwann wieder abreißen. Wenn wir uns zu sehr schämen. Zack, und schon haben wir einen Scan-Booster. Wir können. Außerdem ist die Sonne aufgegangen. Habe ich das schon erwähnt? Wir wollen... Wohin wollen wir eigentlich? Wir wollten... Richtig, wir sind vom Weg abgekommen. Überraschung, oh Überraschung. Da waren wir jetzt schon. Ja, das ist unser Außenposten. Sehr gut, wir wollen da runter. Sehr weit nach rechts wollen wir gucken. Scan-Modus, da lang, da lang, da lang. Da ist es. Da wollen wir hin. Zu diesem natürlichen Vorkommen. Mit erweiterter Scanner-Reichweite. Oh mein Gott, Starfield, mach's gut. Liebe Siedlung, das Größte ist wirklich der Landeplatz. Naja, jetzt haben wir hier was. Schön. Aua, was war das? Extreme Hitze, ungünstig. Dass da wieder ein Tiefseevorkommen. Aber was können wir mit denen dann machen? Also gerne Tipps auch in die Kommentare. Das lernen wir zusammen, das Spiel. Das ist vollkommen in Ordnung. Kann ich das scannen? Es ist blau, aber es ist komplett blau. Erodierte Felszunge. Von längst verschwundenen, belebten Ozeanen. Naja, gut, dann eben nicht. Haben wir. Bleibt ja nicht mehr viel übrig. MG. Lokale Karte. Das hier noch. Ist leider immer noch von hier aus am schnellsten erreichbar. Das ist das letzte und dann das eine Gebäude. Oder ist das schon das eine Gebäude? Wir gucken nochmal von der Front hier aus. Da war irgendwo noch so eine kleine Minisiedlung. Hierhin wollen wir. Genau. Was? Wie bitte? Kaum bin ich hier per Schnellreise her, ploppten noch weitere wahrscheinliche natürliche Phänomene auf. Aber die können wir gut auf dem Weg mitnehmen. Wir setzen einen Marker. Raus hier bitte aus der Map. In die Richtung. Let's do this. Ein Glück gibt es diese Marker für die Orientierung. Und jetzt wieder das Sprint-Boost-Paradigma. Sprinten, jetten, landen. Sprint, ach, der sprintet weiter, ne? Na, dann gleich jetten. 1, 2, 3, jetten. Vorsichtig. 1, 2, 3, jetten. Und hier ruhig nochmal nachjetten. Der wird ja langsamer, der fällt ja... Dann tendenziell eher nach unten als nach vorne. Sprinten, jetten. Und hier auch ruhig nochmal jetten. Wir fummeln uns da schon noch zurecht. Ja, irgendeine Moddergruppe ist jetzt schon dran, ne? Hier irgendwelche Fahrzeuge zu implementieren. Ich denke mal, es ist eine Leistungsfrage. Starfield ist sehr, sehr hardwarehungrig. Ich bin froh, dass es hier so weit in 4K läuft und dass ich das hier auch gleichzeitig mit dem gleichen Rechner noch aufnehmen kann. Aber ich habe auch ein sehr neues System, deswegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Probleme geben könnte, wenn sie hier Fahrzeuge implementieren, man schneller über die Planeten kommt. Und naja, damit könnten dann die Xbox-Konsolen vielleicht nicht ganz mithalten. Geschweige denn von mit Power-Rechnern. Aber das ist nur eine Theorie-Höhle. Endlich wieder Höhle. Come on, los geht's. Mit der Power-Polenta im Anschlag. Und schon sind wir drin. Oh Gott, warte mal. Das ist doch... What the heck? Das ist doch genau das Gleiche. Ist uns doch bei der anderen Höhle passiert. Dass der hier um die Ecke gefallen ist. Aber hier da unten das schuppige Wesen da. Das mit den Panzerplatten. Das hatten wir nicht gehabt, glaube ich. Kann sein, dass ich dran vorbeigelaufen bin. Ist das Uran? Wenn das Uran ist, gehe ich gleich wieder raus. Nee. Uran und Palladium. Aber die Höhle sieht schon sehr nah der anderen aus. Hier, nimm mit. Warum sind die ganzen Tiere in den Höhlen im Eimer eigentlich, ne? Code. Ja. Jede Menge Code. Wie eklig. Aber es muss sein. Einer muss den Code wegmachen. Ja,
Ich glaube, das wäre soweit. Ach, guck mal, hier ist ja noch eine Kiste. Fast wäre ich schon rausgerannt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt mal im Kontext von dem Lootwert dieser Höhle, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier der Algorithmus, der für die prozedurale Generierung zuständig ist, dass der nochmal überarbeitet wird. Weil, naja, also ich sag mal, die Höhle war jetzt weniger spektakulär. 3-, okay. Und wie gesagt, ich glaube, da wird bestimmt nochmal Hand angelegt. Das ist ja quasi das neue große Projekt von Bethesda. Das wollen sie sicherlich unterstützen, weil sie schon ahnen können, dass das Ding ähnlich lange laufen könnte wie ein Skyrim. Aber mal gucken, Höhle abgeschlossen. MG, wir wollen da rüber. Marker setzen, wieder raus mit M. Forschungskamera, wir wollen da lang, genau. Third Person. Für die ultimative Immersion. Aber uns fehlt immer noch zwei Pflänzchen. Und ich meine, wir sind doch... Doch, wir sind doch schon echt viel rumgelaufen hier. Aber vielleicht lernen wir noch generell komplett andere Landestellen hier auf dem Planeten kennen, die wir jetzt einfach noch nicht anfliegen können. Ist möglich. Vielleicht kommen wir auch wieder im Zuge einer Mission zurück. Vielleicht ist das Quest gebunden. Teilweise. Hin und wieder mal gucken. Es bleibt spannend. Ich meine, wir warten ja hier auch noch müßig im Urschleim von... Was ist das denn bitte? Von diesem Spiel rum. Noch eine Höhle. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Aber wirklich. Zack. Höhleneingang mit der Powerpolenta am Anschlag und der Ego-Perspektive, bitte. Naja, zumindest der Einstieg ist ein anderer. Aber aus mysteriösen Gründen bin ich wieder in der Third Person gelandet. Wir sind doch Ego hier rein. Na, Juti. Warum sind eigentlich alle Tiere tot in den Höhlen? Bisher habe ich noch kein lebendes Tier hier in den Höhlen entdeckt bei Starfield, dem Next Gen Space RPG. Aber vielleicht hat das auch einen Grund, ne? Hier auf dem Planeten Crete gehen die Tiere zum Sterben in Höhlen. In so eine Höhle zum Beispiel. Ist möglich, ne? Ist alles möglich. Kurz mal abscannen. Ach, guck mal. Auch hier, tot. Mhm. Die großen Haufen können wir ja fix mitnehmen. Aber dafür müssen wir immer wieder raus. Aus dem Forschungsmodus. Also aus dem Scan-Modus. Da oben war noch was. Zack. Hochgeklettert. Alkane. Soweit das Auge reicht. Oh, oh, oh. Warte mal, hier geht's ja noch höher. Ist das... Warte mal, stopp. Das ist... Nee, das ist genau... Der gleiche Gang, aus dem wir gekommen sind. Ich denke, wir haben alles. Irgendwas Wichtiges hätte uns sicherlich angesprungen. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Gut, wir hauen wieder ab. Es war zumindest eine andere Höhle. Wir bleiben positiv. Nicht vergessen, wir sind eigentlich noch vor dem offiziellen Release. Wobei heute ist er. Ja, stimmt. Heute ist, also wenn die Folge erscheint, planmäßig erscheint, dann ist heute der 6.9. Ich wünsche euch allen anderen auch noch einen schönen Starfield-Launch. Schön, dass ihr trotzdem mit dabei seid. Keine Sorge, hier wird nicht gespoilert. Ihr seid alle schon viel weiter als ich in der Story. Ne? Ich nehme mir meine Zeit. Und das ist auch gut so. Oh, wie schön, Mensch. Die Sonne, sie ist wieder da. Kann ich hier was mitnehmen? Ja, Argon. Weiter. MG. Haben wir jetzt das ganze natürliche Gedöns. Und jetzt kommt was Premium-mäßiges. Da bin ich, ja, auf jeden Fall sicher. Zu 75% sicher. Rechts lang bitte mit dem Forschungs... Genau da drüben. Das ist ja schon in Sichtweite. Ja, im Scanner-Modus natürlich. Springen, jetten... Und wieder sprinten. Zack, zack. Schön, dass die Sprintung hier, der Sprintmodus erhalten bleibt. Wow, das ist ja noch was. Eine Sekunde, wir kommen wieder in zivilisierte Gegenden. Sehr, sehr nice. Da ist doch was. Achso, ich habe auch die Filmkörnung ausgestellt. Hatte ich schon erwähnt gehabt, dass wir FSR jetzt nicht mehr nutzen. Weil das ja in erster Linie für AMD-Grafikkarten ist. Wir nutzen jetzt das gemoddete DLSS, aber nicht das mit der Frame Generation. Aber es bringt auf jeden Fall schon mal mehr.
mehr Frames theoretisch oder halt eine Systementlastung. Das wird dann in den Städten relevant. Weil da haut das Spiel dann so richtig rein. Aber ich habe schon mal ein bisschen geschummelt. Also ich habe jetzt außerhalb des Let's Plays schon mal die Stadt besucht und ne, da war auf jeden Fall ein höherer Leistungsanspruch zu merken. Das, was ist das? Das ist doch ein Generator. Auf jeden Fall. Erkenne ich doch sofort. Kann man nicht scannen. Ist auch keine Flora. Kann ich das mitnehmen? Wir können bestimmt auch hier einen Außenposten bauen. Irgendwer hat seinen Müll hier liegen gelassen. What the heck? Einfach mal so eine Mülltüte hier in Space. Wie die Schweine. Überall diese verfluchten Menschen. Und nicht, dass das eine außerirdische Mülltüte ist. Ist ja gut möglich, ne? Hier drüber da. Zu diesem Konstrukt. Das sieht aus wie so ein No Man's Sky Tempel. Ist das möglich, dass Bethesda sich hier ordentlich bedient hat bei vielen anderen Spielen wie Minecraft oder No Man's Sky? Ist möglich. Und da halt die Bethesda-Formel drauf, nicht die Ubisoft-Formel, sonst wären wir schon lange irgendeinen Turm hochgeklettert. Lauf! Lauf, Asko! Lauf! Es sind Gegner, wir dürfen ballern. Mhm, alles klar, vorsichtig. Ja! Ja, ja, ja. Oh, Backe, komme ich jetzt hier wieder hoch? Ich würde mich freuen. Ich muss hier irgendwie den Berg erklimmen können. Na, ihr Ekliptik-Gangster. Ist da sonst noch was von dem Stein aus? Könnten wir sie vielleicht noch besser erwischen? Wir wären zumindest näher dran. Ist eine gute Idee. Zack. Zack. Energie sieht noch gut aus. Kann sich ganz schnell ändern. Kurz quicksafen. Ist übel. Ist übel, übel, übel. Wo sind sie? Ja, mach das, Vasco. Wir kriegen das schon hin. Keine Panik. Da. Zack. Und Köpfchen. Oh, erwischt. Voll die Rübe, ey. Wir brauchen ein richtiges Scharfschützengewehr. Genau für solche Situationen. Ich habe leider gar keine Granaten mehr, richtig? Ja, ich habe leider keine Granaten mehr. Und vielen Dank für den Hinweis, dass ich für den Laser eigentlich kein Hotkey brauche, weil wir brauchen nur in den Scanner-Modus gehen. Aber nun erstmal vollster Fokus. Oh, da hinten. Nein, 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 da brauchen wir was mit Distanz. Hallo, hallo. Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Genau so. Geht doch. Und da drüben jetzt. Aber das ist doch noch ein... Oh nein, Vasco ist schon down. Komm mal raus, Mädchen. Komm mal raus. Block, block. Weiter Deckung. Die Treppe ist jetzt gerade optimal. Wir können uns nicht einfach rauswagen. Sonst gehen wir drauf, da hinten. Ich brauche ein Scharfschützengewehr, ein richtiges. Nein. Und nicht so viel rumschreddern. Ich habe doch so ein Lasergewehr. Für Midrange, ne? Komm raus da. Oh, er versteckt sich. Also sie. Sie versteckt sich hinter dem ohnmächtigen Vasco. Na. Ja. Ja, 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 ja. Come on. Wow, die hält aber richtig aus. Bullet Sponges. Oh, ich habe eine Tretmine hingepackt. Gleich mal entschärfen. Mein Fehler, mein Fehler. Das ist eine Schießerei. Da bringt man keine Minen mit. Wo denn? Da hinten irgendwo. Aber sie ist auch noch hier. Sie ist auch verdammt nochmal hier. Sie ist richtig lästig. Köpfchen, Köpfchen. Ansonsten Powerpolenta und Sturm. Hier so. Komm raus, komm raus. Block, block. Und dann noch hier so ein bisschen. Großkaliberwaffen, nicht verkehrt, ne? Finde ich auch ganz furchtbar. Wenn ihr die hättet, durchladen. War das jetzt durchgeladen? Ich glaube schon. Uns geht die Maelstrom-Munition aus. Wir sehen noch ganz gut aus. 5. Oh, der Minenlaser stimmt. Und die kleine Pistole. Wollten wir ja mal ausprobieren. Aber nur ganz, ganz kurz. Oh, 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 oh. Vasco. Vasco ist wieder am Start. Nice. Aber der ist zu weit weg. Für die Pistole. Viel zu weit weg. Aber er ist nur Standard. Er hat nur eine Energieanzeige. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Waren das alle? Ich glaube nicht. Oder? Echt jetzt? Nee, da kommt noch einer. Sag ich doch. Ich nehme die 4. Oder? Die 6 war nur die Pistole. Ne? Ich nehme die 4. Aber wir hatten doch noch eine Sekunde. Wir hatten doch noch eine Grendel. Haben wir abgelegt, ne? Keine Grendel für Leo. Sehr schade. Schlechtes Timing, um die Grendel abzulegen.
Dann eben Mid-Range hier. Mit unserem Lasergewehr. Da ist er, da ist er, da ist er. Noch 14 Schuss in der Maelstrom. Mit ein bisschen Reichweite. Köpfchen, Köpfchen! Oh, 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 oh. Spritze. Da kommt doch wer. Na, na, na. Geht doch. Exzellente Arbeit. Da können wir was machen. Gucken wir gleich. Es wird immer interessanter. Ich dachte, es wäre ein Alien-Artefakt oder so. Hier ist ein Alien-Turm. Fokus. Konzentrier dich. Hier sind noch mehr und wir haben wenig Munition. Aber wir könnten uns ja von denen eine Maelstrom, Quatsch, eine Grendel einpacken, wenn die Grendel hätten. Sie haben eine Grendel, aber nur die Standard-Grendel. Naja, wenn es sein muss. Aber nur wenn es sein muss. Was ist mit denen da oben? Was ist mit ihr? Sie hatte extra Panzerung. Sie wird doch eine bessere Grendel gehabt haben. Sie ist weg. Ach ja, stimmt. Sie ist ja in den Himmel geflogen. Richtig. Modifizierte Grendel. Na, sag ich doch. Und die andere bitte. Bitte weg. Wir sammeln nur noch modifizierte Waffen. Modifiziert. Grendel. Reflexvisier. Na, siehst du. Geht doch. B kommt auf der. Auf der. Ich mache jetzt mal. 5, ne? Stimmt. Wir haben ja quasi den Scanner-Modus als Hotkey für den Laser. 5 habe ich gesagt. Grendel. Schnell gezogen. Oh, wie mobil wir hier sind. Das ist so cool. Aber hier ist keiner mehr, ne? Also zumindest nicht hier draußen. Okay, dann looten wir jetzt drüber. Dich hatten wir schon. Hier sind wir hoch. Und war nichts mehr. Rechts rum. Wasser, natürlich. Nehmen wir Wasser mit. Ich bitte euch. Als ob wir Wasser liegen lassen würden. Normale Grendel. Nein. Nein, nein, nein. Ressource. Und Wasser. Wir können ja anfangen. So langsam zu sagen, also wir wollen mindestens so und so viele Credits pro Gewichtseinheit haben. Ansonsten nehmen wir den Kram nicht mit. Das Flugfeld, aber hier ist nichts weiter, ne? Am Rande hier vielleicht. Nur ganz kurz. Nee, aber wir sind ja auch im Loot-Modus. Da können wir ruhig in der Ego-Perspektive bleiben. Ist einfach viel präziser. Auch hier in Starfield. Was hat es mit dem Computer auf sich? Achso, wieder ohne Scanner-Modus. Natürlich. Starware. Ah, wir könnten hier einen Roboter aktivieren. Ja, mach an, ne? Ist okay, vielleicht kommen noch irgendwelche Konsorten hier raus. Irgendwelche Astronauten. Ist aktiv. Okay, zurück. Freund-Feind-Erkennung. Aktuelle FFE-Einstellung Standard. Nein. Ah, aktuell Nutzer schützen. Das wollte ich lesen. So schön, danke sehr. Weiter. Brauche ich nicht. Habe ich genug von. Helium. Oh, das... Benzol, Neon, Xenon, das sind wichtige Gase. Helium konnten wir in unserem Außenposten noch nicht selber abbauen. Und die Kohle einfach hier mal so in einem Werkzeugkasten. 156 Credits in einem Werkzeugkasten. Jetzt mal ganz im Ernst. Oh, da hinten, das ist sie, ne? Sie ist so weit geflogen. Okay, wir machen einen kleinen Abstecher. Zack, rüber bitte. Floppdiwupp. Was hast du Schönes? Ah, ein Ekliptik-Helm des Analysators. Gucken wir uns gleich an. Und der Standard-Grendel. Wiegt 4, bringt 2. Also pro Gewichtseinheit hätte ich ganz gerne... Nee, warte mal, stopp. Hab ich mich gerade verlesen. Wiegt 2, bringt 1,4. Pro Gewichtseinheit 1000, oder? Würde ich sagen, das ist nicht zu viel verlangt. Mal gucken. Ansonsten müssen wir das anpassen. Früher oder später. Zurück bitte zum Eingang. Wir stürmen die Bastion. Ja, oder wir bleiben hier an dieser Kante hängen. Ist auch nicht verkehrt. Willkommen bei einem Bethesda-Rollenspiel. Antibiotika. Und den Helm wollten wir uns angucken. Sidestar, was ist Sidestar? Ach, eine Knarre, eine Pistole. Okay, können wir mitnehmen. Müsste 650 wert sein. Genau, richtig. Wir verrücken hier einfach nur
das Komma. Also alles vor dem Komma muss pro Masseeinheit 1000 bringen, dann nehmen wir es mit. Das Ding müsste mindestens 650 bringen, bringt theoretisch 825, was wir später beim Händler bekommen, ist wieder eine andere Geschichte, aber das Ding könnten wir mitnehmen für den Handel. Ich glaube auch für die Sammlung. Die Sidestar haben wir doch nicht, aber wir haben einen neuen Helm. Oh, ist lila. Kampfveteran, minus 15% Schaden von menschlichen Gegnern. Analysator, plus 10% Schaden an bereits gescannten Zielen. Was? Das bringt was, wenn wir Gegner vorher scannen? Aber Antiballistik ist Antiballistik. Schadensschutz, aber mehr Schaden ist mehr Schaden. Wiederum, ne? Also gerade gegen die Anführerin hier, gerade eben, gerade... Da mussten wir schon ordentlich ballern. Wir können ihn ja mal ausprobieren und das mit dem Scan sollten wir im Hinterkopf behalten. Da müssten wir quasi erstmal vorher ein bisschen gucken, scannen und dann... Naja. Und dann erst losballern. Also erst observieren. Observation Duty. Aber wir haben noch... Genau, wir haben noch hier den Chamäleon-Effekt. Nein, Klebeband brauche ich nicht. Oh oh. Wir haben uns wahrscheinlich schon gehört. Daimus Rucksack haben wir auch schon. Helium 3, danke schön. Und wir nehmen natürlich erstmal die Tür rechts. Oder ist hier noch was? Oh, wie wir hier durchgucken können. Das ist so atmosphärisch. Ja, Tür öffnen macht er nicht, ne? Im Modus, im Scanner-Modus. Achso, die Tür geht gar nicht auf. Na, sagt es doch. Dann ist die dran, ne? Geht das im Scanner-Modus auch nicht. Aber es geht allgemein einfach nicht im Scanner-Modus. Wenn man eine Tür öffnen kann, kann man das aber nicht tun im Scanner-Modus. Ich wiederhole, es geht nicht. Kram, oh Bierchen, ne? Aber nicht mitnehmbar. Tür verriegelt Experte. Ja, stimmt, wir brauchen ein Level. Wir hatten jetzt nicht zwischenzeitlich. Oder zufällig, eventuell. Doch, haben wir, oh mein Gott. Wann haben wir den Level bitte bekommen? Also er bringt uns zwar jetzt nicht... Er bringt uns zwar nicht zum Knack-Level-Experte, aber zumindest zum Lehrling, richtig? Ist es das? Ja, du kannst Schlösser des Levels Lehrling hacken. Machen wir. Boom, Schakalaka. Jetzt müssen wir 5 Schlösser knacken und dann können wir uns hier das Dingeling mit dem nächsten Skillpunkt freischalten. Ich verstehe. Und das wären dann die Expertenschlösser. Ist ja auch bald gemacht. Sehr wichtig. Für mich wirklich absolut wichtig. Aber vielleicht finden wir ja auch einen Schlüssel. Ist gut möglich. Türchen, aber vorher scannen. Wow. Vorsichtig. Wo ist er denn? Ah, ich habe nicht genug Scannerreichweite. Da brauchen wir noch einen Scanner. Nein. Geht das? Komm schon. Muss ich doch scannen können. Hier, jetzt. Geht nicht. Geht nicht. Na gut, dann eben ballern. Aber wir haben immer noch verdammt wenig Muni für die Waffen, mit denen wir am liebsten ballern. Ich weiß, Match. So. Lass mich bitte durch. Hallo, Vasco. Das wäre ganz toll, wenn ich jetzt hier durch dürfte. Schande. So eine ganz schlechte Stelle hier. Wir können kaum reingucken. Unangenehm. Geh doch mal vor, Vasco. Und jetzt auch noch das unsichtbare Holovisier. Durch den Chamäleon-Effekt. Müssen wir gucken, ob wir das so behalten wollen. Schande, ich brauche eine bessere Position. Aua! Aber einfach nur reinrennen wäre doch ziemlich doof, ne? Da hinten vielleicht. Schande, keine Reichweite. Keine Muni für Waffen mit Reichweite. Jetzt, rüber. Draufhalten, gegenhalten. Schlägt ganz schön aus, das Teil. Aber es macht Spaß, hier zu ballern. Jetzt, genau. Level 5. Oh nein, das ist ja super. Ach so, wir können jetzt den nächsten Schlossknack-Level gar nicht machen, weil uns fehlen die 5 Schlösser. Ach so, mit P kommen wir direkt in den Skill-Modus. Verdammt doch mal. Wir brauchen 5 Schlösser. Und die auf Totti. Aber wir erwischen ihn da oben. Ist okay. Unten ist auch noch einer, oder wie? Habe ich mich gerade verguckt oder waren das nur die Funken? Na was denn? Na was denn? Wo? Hier. Hier ist die Deckung. Theoretisch. Könnte noch einer rumlungern. Ja, da hinten, ne? Komme ich hier nicht hoch? Na klar komme ich hier hoch.
Flip 6 Dreier Loch, Flinte durchladen, rüber und an den Rest lasern. Ich verstehe, das ist der Plan, das ist der Weg. Da war er, ne? Boom, boom. Weg ist er. Überraschung. Okay, aber da kommt noch mehr. So, 4 bitte, Midrange Laserwaffe. Wo genau? Ach ja, stimmt. Kompass. Immer wieder ein Blick wert. Weiß ich nicht. Hey, nicht ohne mich weiter ballern, Vasco. Da. Oh Gott, das ist ja alles voll. Na. Schande. Übel. Zur Not Schrotflinte ziehen. Die kam jetzt erst, nachdem wir die eliminiert hatten, die anderen beiden. Gut möglich. Rüber. Rüber, Seitenwechsel. Da, da ist einer. Oh, Kamioneffekt ist manchmal sehr nervig, ne? Auch wie ein Fallout. Meide ich sonst. Na. Schön auf dem Kopf bleiben, geht doch. Accident. Oh. Und ich drück Q. Wisst ihr wofür? Für den Wetz-Modus. Meine Güte. Warum haust du denn ab? Hat doch gerade erst angefangen, Spaß zu machen. Na. Oh. Boom, Schakalaka. Spritze. Weg hier. Ist gut, da. Den holen wir uns jetzt. Mit der Powerpolenta. Durchgeladen ist sie. Hi. Oh, oh. Was zur Hölle? Hat uns trotzdem noch geprügelt. Ekliptik-Rucksack. Das ist der dicke Rucksack, ne? Und den normalen Helm haben wir schon. Und schon sind wir wieder überladen. Das geht natürlich nicht im Kampf. Wir könnten saufen. Aber ich glaube, das ist auch nicht so gut. Ebenfalls für den Kampf. Oh, was für ein Chromteil. Einfaches Boost-Pack. Auf jeden Fall ohne Chamäleon. Das ist das Einzige. Ja, bleigefüttert. Naja, Strahlungsresistenz. Strahlung war bisher nicht unser größtes Problem. Nimm mal den Rucksack kurz. Der hat die besseren Werte, die besseren Zahlen. Sieht nicht ganz so cool aus, aber trotzdem sind wir überladen. Wir müssen Gewicht verlieren und zwar schnell. Alien-Genmaterial. Nee, das lohnt sich nicht. Vasco, wo hängst du rum? Du liegst doch bestimmt irgendwo auf dem Boden. Die 4 bitte wieder. Durchladen. Vasco! Viscas! Da ist er. Ihm kann ich nicht helfen, ne? Oh, Energie. Ich habe ihn nicht gesehen. Verflucht nochmal. Na. Komm raus, Junge. Komm raus. Wir sehen dich. Weggezimmert. Komm her. Kram tauschen. Es ist soweit. Hallo? Achso, du bist leer. Das ist ja schön. So, du bekommst von uns Kampfmesser. Sidestar. Anzüge, nein. Rucksäcke, ja. Mach's gut, Chamäleon. Wirklich. Hat die besseren Werte. Der Ekliptik-Rucksack. Moni wiegt nichts. Ressourcen, ach ja, stimmt. Dürfen wir nicht vergessen. Alle Ressourcen lagern. In Vasco. Oh, wie schön. Da gibt's auch einen Tee für. Also, ein Tee zum Drücken. Ich hab dich ganz doll lieb, grüner Tee. Ich weiß auch nicht, was da manchmal bei mir los ist. Okay. Nice. Dankeschön. Exzellente Arbeit. Wir können wieder flitzen, wie wir wollen. Quicksafen. Und ein bisschen Loot. Noch nicht. Der Spaß ist noch nicht zu Ende. Habe ich Maelstrom-Muni bekommen? Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Nein. Die schießen ja alle mit Grendels. Und Grendels bei uns auf der 5. Ja, wir könnten die Waffen immer wieder einstecken, um die Muni zu bekommen, aber... Naja, Grendel-Muni haben wir noch. Na, wo denn? Ach ja, stimmt. Da war gerade der rote Zipfel. Also entweder da oder dadurch, weil da eine Tür ist. Ah! Warte mal, das probieren wir gleich nochmal. Übung macht den Meister. Ich will da hoch. Ja, und dann darüber. Okay, sie könnten hier sein. Hier hinter. Ich glaube, wenn sie nicht nach uns suchen, dann... Dann sind sie nicht rot.
Aber jetzt sollten sie rot sein. Narben, Narben, hallo, hallo, hallo. Alles cool, alles cool. Wow. Immer noch keine Maelstrom-Money. Uncool. Ich verstecke mich hier hinter den roten Fässern. Was soll schon passieren? Na! Da unten ist es ein Medium-Dicker. Rüber. Rüber. Rüber.